Es gibt ja Leute da draußen, die wollen mir allen Ernstes erzählen, ich hätte keine Ahnung von der Börse. Aber dabei haben sie selber nicht die richtige Ahnung. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben jetzt den 9. April 2024. Es ist kurz nach 14 Uhr und ich habe eben gerade im Internet Folgendes gesehen. Ich muss es mal eben ablesen. Da hat jemand bei TradeGate ein Geschäft gemacht über 150 Nvidia-Aktien zu 800,20 € das Stück. Ja, was will das heißen? Dieses Geschäft ist eben gerade zustande gekommen. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest Nvidia-Aktien. Ja, was will das bedeuten? Jetzt könntest du sie natürlich auch für ungefähr 800 € das Stück verkaufen. Aber machst du das? Machst du das wirklich? Nein, du denkst ja, ein Video steigt noch weiter. Und deswegen wartest du und wartest und wartest bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, buy and hold, wie so viele Leute sagen. Ja, und dann weißt du überhaupt nicht, was du jemals für deine Aktien bekommen wirst. Jetzt noch würdest du 800 € dafür kriegen. Aber was du in 5 Jahren dafür kriegst, in 10 Jahren, in 3 Jahren, selbst in 2 Monaten, das weiß doch kein Mensch. Aber diese Schlaumeiers, die denken immer, die wissen das jetzt schon. Hier ist das nochmal alles schriftlich. Vor allem aber, und darauf will ich jetzt hinaus, du würdest jetzt deine 800 € pro Nvidia-Aktie kriegen. Aber nun stell dir mal vor, alle Leute, nicht nur die dieses Video hier sehen, sondern alle Leute, die Nvidia-Aktien haben, denken, oh, jetzt kriege ich 800 € dafür. Ich habe damals ja nur 80 € bezahlt im Jahre 2019. Jetzt will ich das realisieren. Und dann wollen alle Leute zur gleichen Zeit verkaufen. Ja, und dann haut das Ganze nicht mehr hin. Denn du siehst ja nur den Kurs, der eben gerade vor wenigen Sekunden oder wenigen Minuten zustande gekommen ist. Aber du siehst niemals den Kurs der Zukunft. Und genau das ist das Wichtige, was ihr immer alle nicht versteht.